ich bin Angelo Rosenfelder, arbeite am Schauspielhaus seit längerer Zeit als Bühnenmeister. Diese Eiswand ist eigentlich eine Pionierleistung. Da musste der Konstrukteur genau abklären, wegen Tiefkühler, großen Tiefkühler, wie es die Migros oder der Coop, die Metzger haben zum Beispiel. Den haben wir gemietet. Und da musste man genau ausrechnen, die Kapazität für diese Eiswand, dass das auch reicht, weil Wasser frieren braucht mehr Energie als irgendein Stück Fleisch oder ein Gemüse oder was. Also das war nicht ganz so einfach. Als wir das erste Mal einfach diese Bleche, die wie Kuchenbleche aussehen, gefüllt haben, in einem Mal hat es so Buckel gegeben im Eis. Und dann nachher sah das natürlich mit dem Video nicht so schön aus. Es gab dann so Flecken. Da haben wir herausgefunden, dass wir in verschiedenen Schichten das Wasser aufgießen müssen. Und die Sprünge, die man da sieht, die gehen mit dem Tauen eigentlich weg. Die hat es gegeben durch das mehrmalige Aufgießen. Wenn es tiefgefroren ist, man aufgießt, dann kracht das unten im Tiefkühler, weil das, die Schicht darunter tiefgefroren ist. Die maximale Temperatur ist minus 22,5 Grad. Das gibt natürlich Schmelzwasser mit diesem Eis. Aber wir haben ja auch Wasser auf der Bühne ohne Schmelzwasser zum Beginn des Stückes. Und da haben wir eine sogenannte Teichfolie installiert über die ganze Bühnenfläche. Das ist eigentlich eine einfache Konstruktion und am Rand stehende Siebnerlatten, dass das nicht weiterläuft. Und zwei Löcher im Bühnenboden mit einem Rohr unter, mit einem Hahn. Und nach der Vorstellung öffnet man die Hähne und da läuft das Wasser ab. Die Herausforderung von dem Bühnenbild ist natürlich mal das Timing, dass zum richtigen Zeitpunkt schmelzt, wann es die Regie, so wie es die Regie will. Und das muss man natürlich in Tests abklären. Und auch, dass es runterfällt in Teilen, das ist imposant. Das muss man auch dann mit mehreren Tests herausfinden. Und dann muss genau auch der Ablauf vom Auf- und Abbau muss darauf abgestimmt werden, dass man die Zeit hat, um das Eis rausholen und einhängen. Wir hatten noch nie so eine Eiswand auf der Bühne. Wasser hatten wir schon öfters, aber das war schon eine Herausforderung. Aber war auch interessant, zum Teil auch lustig und anstrengend. Also mir hat es Spaß gemacht.